Das Ganze liegt in den Masuren. Das ist eines der letzten Urwaldgebiete in Europa, so kurz vor der weißrussischen Grenze. Nein. Slotty. Hey, wenn ihr das gerade schon wieder gesehen hättet. Nice. Das wird der Hammer. Willkommen zur neuen deutschen Koch-TV-Serie. Andreas lebt. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Abenteuer. Ich bin ja gerade an so einem Seitenparkplatz an der Schnellstraße. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Heute ist Freitag, wir haben ungefähr 15, 16 Uhr rum. Ich bin schon ein paar Stündchen jetzt durch Bayern getuckert und jetzt geht's Richtung Grenze, nach Görlitz. Und wie ihr wisst, die Leute, die aufmerksam aufgepasst haben, es geht nach Polen. Ja, das wird das erste Mal, dass ich so ein bisschen Travel-Vlog-mäßig was auf meinem Kanal mache. Ich hoffe, es gefällt euch. Mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe schon allerhand tolle Sachen hier eingepackt. Hier ist mein Schlafplatz für heute Nacht und auch für noch weitere Nächte. Mal schauen, wie lange ich jetzt nach Polen brauche. Der Plan ist jetzt eben nach Görlitz zu fahren, bis zur Grenze und dann eine Nacht dort zu schlafen und am nächsten Tag, also morgen am Samstag, dann weiterzufahren nach Breslau. Da habe ich ein Hotel gebucht für 2 Tage. Da lasse ich es mir ein bisschen gut gehen und nehme euch mit. Mal schauen, was so alles passiert. Ich bin gespannt und freue mich tierisch. Mit was beginnt jedes große Abenteuer? Richtig, ein Kaffee, ein großer Kaffee. Ach. Und erstmal im Stau. Geil. Unfall, okay. Ja, für diejenigen, die erst reinschalten und meinen Kanal noch gar nicht kennen, es geht zum Paddeln nach Nordostpolen. Das Ganze liegt in den Masuren. Das ist eines der letzten Urwaldgebiete in Europa, so kurz vor der weißrussischen Grenze. Ja, ich hoffe, da wird es ziemlich abgelegen und einsam sein. Ich werde da alleine so, ich schätze mal, 5 bis 7 Tage, je nachdem, wie lange ich durchhalte, unterwegs sein. Und ich bin echt gespannt, wie sau, was ich alles erlebe. Und auch der Hinweg wird bestimmt spannend. Das ist nämlich kein Hotelzimmer in Breslau, sondern so ein kleines Apartment. Ich werde dann mal alleine schauen, was die Stadt so zu bieten hat. Ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Jetzt wird es erstmal so 5 bis 6 Stunden Fahrzeit wahrscheinlich bis zur polnischen Grenze dauern. Ja, nachher noch kurz was zu essen kaufen für heute Abend. Kann nur geil werden. So Leute, 4 Stunden und eine Gummibärchentüte später bin ich in Chemnitz oder an Chemnitz. Jetzt habe ich mir so ein Kaufland gesucht, besorge noch ein bisschen was zu essen für heute Abend. Mal schauen, was es da dran noch so gibt. Und dann geht's auf den Endspurt zu nach Görlitz an die Grenze. Und ich penne natürlich nicht in Görlitz in der Stadt, sondern ich muss mir da nochmal irgendwas ein bisschen außerhalb suchen. Das wird dann auch nochmal ein bisschen Aufwand. Ja, wird schon spät heute auf jeden Fall. Da bin ich froh, wenn ich im Bett bin nachher. Heute gibt's auch nichts Warmes zu essen oder so, aber dafür morgen früh. So, Proviant gesichert. Jetzt brauche ich unbedingt noch einen Kaffee, weil ich muss noch mal 2 Stunden fahren. Hallo, ich hätte gerne Milchkaffee. Geht nicht mehr? Okay, schade. Alles klar, mach das. Das war gerade wieder ein klassischer Andreas auf jeden Fall. Ich gehe rein einkaufen, gehe wieder raus, bin in dem Vorraum und denke mir, scheiße, ich muss aufs Klo. Kurze Side-Story, meine Eltern gehen jeden Freitag Pizza essen, zu einem Italiener. Und da bin ich mitgekommen und der hat so ein Chiliöl, was der manchmal drauf macht. Und ja, dieses Mal hat er es ziemlich gut gemeint. Und ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen, das brennt auf jeden Fall 2-mal. Ich bin ein leidenschaftlicher Schafesser und ich esse so gern scharf, dass ich schon Hautprobleme deswegen bekommen habe, weil ich so viel scharf gegessen habe. Und ich glaube, ich brauche gar nicht ins Detail gehen, deswegen musste ich nochmal ganz kurz rein und die Örtlichkeiten aufsuchen. Ja, dann wollte ich mir direkt noch einen Kaffee da drin beim Bäcker holen, dann komme ich raus, habe meinen Geldbeutel vergessen. Geh wieder raus, geh wieder rein mit dem Geldbeutler, geh zum Bäcker, bis 8:15 gibt kein Kaffee mehr. Nein! Geschichten aus einem realen Leben, meine Freunde. Stets zu Diensten. So, ich habe mir noch ein paar Vollkornsemmeln geholt für morgen früh, beziehungsweise morgen nach dem Aufwachen, wann das auch immer ist. Und dann so ein Wrap, weil schnell gehen muss, mit Hummus und Falafel.
Und für ein bisschen Energie noch so ein Smoothie. Kiwi, Ananas, Limette. Jetzt fühle ich mich wenigstens wie neu geboren. Allerdings wird es jetzt schon dunkel. Ich muss bald mal aufbrechen. Ich muss mir an irgendeiner Tankstelle auf jeden Fall noch meinen Kaffee holen. Bis später. So Leute, es ist vollbracht. Ich bin endlich in Polen angekommen und ich bin gebumst ohne Ende. Ich bin komplett fertig mit der Welt. Das war echt ein bisschen viel zum Autofahren jetzt. Ja, jetzt heißt es erstmal Platz suchen, aber vorher haue ich mir jetzt noch mein Abendessen rein, weil jetzt brauche ich noch ein bisschen Energie. Ich bin trocken, aber ich habe übelst Hunger. Morgen Leute, ich habe echt gut geschlafen, muss ich sagen, auch wenn ich ein bisschen spät eingeschlafen bin, so um 12:30 ungefähr. Obwohl hier die ganze Nacht LKWs gehalten haben und irgendwelche Autos neben mir geparkt haben, war voll im Rahmen alles. Jetzt heißt es erstmal tanken irgendwo, vielleicht noch einen Kaffee besorgen und dann Richtung Breslau. Ach ja, und Geldwechsel muss ich auch noch irgendwo. Darf ich nicht vergessen. Ich habe beschlossen, ich mache mir jetzt einfach hier meinen Kaffee selber in der Raststätte und lasse das Auto noch ein bisschen auslüften, den Tag schön beginnen. Die Sonne kommt raus, jetzt kann ich mich ein bisschen aufwärmen. Nachts war es echt ein bisschen kalt sogar. 10 Grad hat es gehabt und ich hatte halt nur dieses Fließdingsbums um mich rum. Und in der Nacht habe ich dann noch meine Decke dazu geholt, weil es zu kalt war. Ja, jetzt brauche ich dringend einen Kaffee. Weiter geht's. Darf ich vorstellen, meine Damen und Herren, Slotty. Ja, so sieht hier die Landeswährung aus. Der Wechselkurs war jetzt 4 Slotty 41 für 1 Euro. Ja, sieht ein bisschen wie Spielgeld aus, wa? Aber ganz schön eigentlich, finde ich. Mitten in Polen, was mir direkt auffällt, ist, das Straßennetz ist ein Witz gegen das in Deutschland. Also ich glaube, man kann hier sowieso froh sein, dass es überhaupt Schnellstraßen bzw. so Transferstraßen gibt, wo man von größeren Städten von A nach B kommt. Aber die Straßenqualität bzw. der Fahrbahnbelag ist unter aller Sau. Also hier werden die Stoßdämpfer vom Auto ordentlich durchgevögelt, das verspreche ich euch. Echt krass. Aber die Polen, die scheinen ziemlich entspannt zu sein. Hier kannst du direkt an der Autobahn bzw. an der Schnellstraße einfach mal rechts ranfahren und pinkeln gehen. Habe ich auch gerade gemacht. Echt lustig. Irgendwie sympathisch. So, endlich im Hotel angekommen, im Labyrinth hier. War gar nicht so schwer hier reinzukommen, aber naja, bisschen außergewöhnlich. Und direkt mal wieder alles hier runtergeschmissen. Ja, wieder klar. Hey, wenn ihr das gerade schon wieder gesehen hättet, was ich da oben gerade veranstaltet habe, ihr hättet euch kaputt gelacht, 100%. Ja, Hauptsache, das Bier hat ein Loch und spritzt in alle Richtungen. Jetzt muss es leider getrunken werden, sobald ich auf dem Hotelzimmer bin. Und jetzt haltet euch fest, Leute, ich habe das Apartment richtig günstig geschossen. Also es hat genauso viel wie ein Hotelzimmer, wie ein kleines Hotelzimmer im Zentrum hier in Breslau gekostet.
Schaut's euch mal an, unfassbar geil. Gleich mal das Bier in die Spüle gestellt. Das wird jetzt als erstes vernichtet und direkt hier mit Blick ins Zentrum. Voll nice. Das wird der Hammer. Weil ich den Vogel natürlich komplett abschieße, habe ich meine Chromecast dabei. Für diejenigen, die es nicht wissen, ist so ein kleiner Apparat. Den kann man an den Fernseher anschließen, dann kann man darüber zum Beispiel YouTube streamen. Weil süchtig und so. Nee, wenn ich mal Zeit habe, zwischendrin, abends oder weiß Gott wann. Mit Waschmaschine. Ja, Leute, uns schreibt mal in die Kommentare. Gefällt euch das Zimmer? Voll geil. Das wird jetzt mein Reich bis Montag. Ja, was ich euch auch noch sagen wollte, das ist das erste Mal, dass ich eigentlich alleine verreise. Also ich war zufälligerweise schon mal ein paar Tage alleine in Madrid unterwegs, weil ich erst mit der Freundin in Südspanien unten war, in Malaga, die Gegend. Und sie hatte aber mehr Zeit als ich und ich bin dann schon zurückgeflogen vorher quasi und musste dann nach Madrid. Da war ich dann im Hotel 2-3 Tage, war mir aber ein bisschen zu langweilig. Deswegen war ich immer so ein bisschen am Überlegen, wie mache ich das, dass mir Reisen alleine Spaß macht. Und wisst ihr, wie es mir Spaß macht? Mit YouTube. Also zeigt sich offensichtlich, man hat einfach genügend Beschäftigung, es wird einem nicht langweilig und so. Ja, voll geil. Und die schönsten Erlebnisse, die will man halt eigentlich immer teilen. Deswegen ist das alleine Reisen immer nicht so geil. Aber was mache ich hier gerade? Ich teile es mit allen euch da draußen. Schon ziemlich cool. Ja, ich chill jetzt hier noch ein bisschen, werde mich nochmal duschen und fresh machen. Und dann werde ich die Stadt nachher ein bisschen unsicher machen. Ah, aber ich habe was vergessen. Ich habe kein Duschgel dabei oder so. Da muss ich nochmal ganz kurz zum gegenüberliegenden Einkaufszentrum. Das ist hier 2 Schritte von hier. Und ich muss mir eh was zu essen besorgen für morgen, weil morgen Sonntag ist. Und dann werde ich vielleicht was kochen oder so. Muss ich mir noch überlegen. Ich lasse mich mal inspirieren und gehe jetzt mal darüber. Mal schauen, was sich findet. Ja, ich habe halt einfach keine Ahnung, was ich jetzt kochen soll. Es gibt hier so viel Zeug, ganz schön groß hier. Vielleicht was aus dem Tiefkühlregal. Ich habe ja einen Kühlschrank in meinem Zimmer. So, endlich wieder im Hotelzimmer. Es war jetzt ganz schön warm, muss ich sagen. Auch mit der Maske ist halt so ätzend. Man kann fast nicht atmen und es hat hier ungefähr 28 Grad. Ja, das wird im Norden auf jeden Fall die nächsten Tage dann anders. Wenn ich in den Masuren bin, da wird es kälter. Was habe ich mir geholt? Der aufmerksame Zuschauer hat es schon gesehen. Pesto, Oma und Schrimps. Einfach Pesto-Nudeln mit Schrimps und Pesto. Und da die Nudeln Oma heißen, hat es direkt Vertrauen in mir geweckt. Ich springe schnellstmöglich unter die Dusche, unter die kalte Dusche wohlgemerkt. Und dann geht's in die Stadt. Mal gucken, ob ich heute noch viel erkunde. Ich werde nachher auf jeden Fall noch ins Nachtleben starten. Da werde ich euch aber nicht ganz mitnehmen. Und versuche die Vibes von der Stadt hier ein bisschen für euch einzufangen mit der Kamera. Ziemlich cool, ging alles noch viel länger als erwartet natürlich, war aber einfach mal wieder nötig, die Stadt ein bisschen unsicherer nachzumachen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich hatte auf jeden Fall mega Spaß. Ja, es ist jetzt ungefähr 11 Uhr, ich werde mir jetzt dann bald was zum Mittagessen machen, weil sonst sterbe ich. Mal schauen, was am Sonntag jetzt noch so los ist, aber das wird halt eher ein entspannter Tag. Willkommen zur neuen deutschen Koch-TV-Serie, Andreas lebt. Ich habe gerade schon ungefähr 20 Minuten gebraucht, um die scheiß Platte hier anzubekommen. Ach, und sie ist wieder aus. Yes!
So Leute, ich war vorhin ganz schön zerstört, muss ich sagen, von der Nacht. Aber jetzt bin ich wieder rehabilitiert. Ich genieße jetzt noch ein bisschen den Abend in der Stadt. Sonntags ist hier auch immer noch einiges los, aber wesentlich gechillter als gestern. Definitiv. Mal schauen, was der Abend noch bringt. Wenn es irgendwas Interessantes gibt, zeige ich es euch. Ansonsten ja, wahrscheinlich bis morgen. Und dann warten erstmal 6-7 Stunden Autofahrt weiter nach Polen rein auf mich. So Freunde, ich bin jetzt wieder im Auto, habe ausgecheckt aus dem Apartment. Ich muss sagen, Fazit, war echt ein geiler Aufenthalt hier. Die Stadt hatte wesentlich mehr zu bieten, als ich mir gedacht habe. Gerade vom Künstlerischen und Kulturellen her gab es hier eben einiges zu sehen, viele Straßenkünstler und so. Im Osten denkt man erstmal nicht an Kunst und sowas, aber hier kommen halt auch sehr viele Musiker und Künstler generell her. Deswegen kann man hier auch viel zu dem Thema sehen. Ansonsten, Essen war gut, alles hat eigentlich gepasst, ich hatte gute Laune, habe mich nicht alleine gefühlt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mich zu begleiten bei der ganzen Sache. Jetzt heißt es erstmal 6-7 Stunden Auto fahren. Das wird jetzt nochmal anstrengend, würde ich sagen. An der Stelle wird mich einfach auch mal interessieren, wie eure Einstellung so zum Reisen ist. Reist ihr gern alleine? Habt ihr es noch nie gemacht? Wollt ihr es vielleicht mal machen? Habt ihr Angst, dass ihr einsam seid? Schreibt alles mal zu dem Thema in die Kommentare. Mich interessiert auf jeden Fall eure Meinung. Ich fand es bisher echt toll. Waren jetzt nur 2 Tage, aber auch da hatte ich schon so ein paar kleine Punkte, wo ich mich mal einsam gefühlt habe oder so. Das war aber dann ganz schnell wieder vorbei und dann hat man sich wieder für andere Sachen begeistern können. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und Bock auf meine Videos habt, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Abenteuer. Für mich geht's morgen los, für euch dauert's noch eine Woche. Ciao. Ryan Little.